Toll, Gold-Silber, Bronze. Ich bin ungefähr so lange auf wie bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin. Aber Eustress sagt man dazu, also mit wunderbaren Gefühlen und großem Respekt vor den Sportlerinnen und Sportlern, allen, aber natürlich besonders vor den Deutschen. Ich war beim Biathlon der Frauen und der Männer, ich war beim Skispringen, großartig. Wir hatten schon Olympische Spiele, da ging es großartig los und dann endete es schlecht. Und es gab Olympische Spiele, da begann es schlecht und endete groß. Nun warten wir mal in Ruhe ab. Ja, da gibt es jetzt keine Sportpolitik, sondern es gibt Freude über das Geleistete. Und ich überbringe die Grüße aus Deutschland. Der Bundespräsident war hier, ich habe ihn jetzt abgelöst. Wir wollen zeigen, dass die ganze deutsche Bevölkerung hinter diesen Sportlerinnen und Sportlern steht. Das ist schon wehmütig. Ich mag die Sportlerinnen und Sportler und die Trainer und viele Verbandsfunktionäre. Und umgekehrt spüren sie vielleicht auch, dass ich mich für Sport interessiere. Und da werde ich schon ein bisschen wehmütig sein. Aber man kann natürlich auch in anderer Funktion ehrenamtlich für den Sport was tun. Und da denke ich mir was aus. Was ich nie ausprobieren würde, ist Skisprung. Ich habe mit dem DSV-Präsidenten oben gestanden in Sotschi auf der großen Schanze. Und da habe ich gesagt, keine 10 Pferde bringen mich da jemals runter.